Dies ist der dritte Teil meiner Reisevorbereitungsserie. Ich fliege ja bald nach Bali und bin schon jetzt 20 Jahre in der Weltgeschichte unterwegs, immer low budget. Ich habe noch nicht das Glück gehabt, mit ganz viel Geld zu reisen, aber mich immer reich beschenkt gefühlt, auch mit wenig Geld in dieser Welt. Und mit 19 bin ich das erste Mal nach Indien gereist und jetzt bin ich 39 und bald fliege ich nach Bali. Und ich dachte, ich teile einfach mal meine Erfahrungen aus 20 Jahren Reisen und habe da 10 Tipps für dich, 10 Tipps für dich zusammengetragen. Und ich bin immer nicht so gut, manchmal verliere ich den Faden, bei welcher Nummer ich gerade bin. Ich gebe mein Bestes, ich habe mir auch einen Spickzettel gemacht. Und bitte dich da um Gnade und Milde mit mir. Aber ja, ich erzähle dir einfach, was ich so erlebt habe. Und es ist auch jetzt keine Ordnung oder Hierarchie. Genau, die ersten beiden Teile, wenn du die noch nicht gesehen hast, ich verlinke dir eins mal hier oben. Und in der Infobox verlinke ich dir die anderen beiden oder verlinke ich dir beide. Und dann möchte ich auf jeden Fall auch erwähnen, dass mein Selbstliebe-Videokurs jetzt draußen ist, wenn du da intensiver einsteigen möchtest, weil das wirklich, ja, ist einfach ein Herzensthema von mir und ich möchte, dass die Welt weiß, dass es diese Kurse gibt und vielleicht ist es was für dich. Infos findest du in der Infobox, es gibt eine kostenlose Version und den Intensivkurs, wenn du richtig tief einsteigen willst, der dann auch Geld kostet. Genau. Dann starten wir mal los mit Tipp Nummer 1. Der erste Tipp ist Local Essen. Ja, wenn du in einem anderen Land bist und die regionalen Sachen isst, sind die günstiger, als wenn du versuchst, den Style von Deutschland oder wo auch immer du herkommst, den Western-Style dort zu verfolgen. Also wenn du Hamburger, Nudeln und Pizza essen willst, dann ist es auf jeden Fall teurer, als wenn du halt, je nachdem, in welchem Land du bist, ob du dir da ein indisches Gericht kaufst oder Nasi Goreng in Malaysia oder wo auch immer du unterwegs bist, ist das immer günstiger und damit kannst du auf jeden Fall jede Menge Geld sparen, weil dieses Westernessen ist ja auf jeden Fall dramatisch viel teurer. So. Und das, da gibt es dann vielleicht mal Momente, wo man so ausbrechen will oder so ein Heimatgefühl haben will oder wenn man schon lange unterwegs ist, dann macht man das mal, dann gönne ich mir das auch mal. Aber damit kannst du wirklich super viel Geld sparen, wenn du halt auf regionale Sachen zurückgreifst, also regional, also ja, und auch auf Märkte gehst, wo du halt direkt von den Einheimischen was kaufst und Obst und Gemüse ist oft in den Ländern sehr, sehr günstig. Tipp Nummer 2 ist der Standard von deinem Hotel. Ja, das spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle, wie da so deine Standards sind und dadurch kannst du halt sehr stark beeinflussen, wie viel Geld du ausgibst, weil Übernachtung ist halt, musst du ja zahlen, außer wenn du jetzt halt wild campst in einem Land, wo das möglich ist. Ne, aber sonst kannst du da einfach schauen. Ich kann dir sagen, dass wenn du von Deutschland aus was buchst im Voraus, dann findest du auf jeden Fall nur teure Sachen, weil die Leute, die sich leisten können, eine Webseite zu erstellen und sich irgendwo im Internet zu zeigen, gerade wenn du so nach Asien reisen willst oder so, das sind dann halt die, die auch ja teuer sind und viel Geld haben oder einfach teuer sind, teurer sind. Und vor Ort findest du oft viel günstigere Angebote, wenn du da einfach direkt hinfliegst, vielleicht hast du einen Reiseführer, wo günstigere Sachen sind. Ansonsten frage ich immer die anderen Reisenden, wo die so untergekommen sind, wie zufrieden die sind. Und ich habe halt auch gemerkt, dass je günstiger ich reise, also je günstiger das Zimmer ist, je spannendere Leute treffe ich. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber auf jeden Fall so diese Lebenskünstler, die mit wenig Geld irgendwie unterwegs sind, die sind wirklich mega spannend, ja. Und deswegen scheue dich nicht, da irgendwie ein günstiges Hotel zu suchen. Natürlich sollst du dich auch wohlfühlen, klar, besonders wenn du länger an einem Ort bleibst. Aber das ist zum Beispiel eine Schraube, an der du dein Budget wirklich runter oder hochschrauben kannst. Tipp Nummer 3: Wenn du länger an einem Ort bleibst, dann wird das Ganze günstiger. Du hast dann vielleicht den Gemüsehändler,
deiner Wahl, wo du dann halt vielleicht günstigere Preise kriegst. Du weißt dann, was kostet es an diesem Ort, ne? Wie viel bezahlt man dann dafür, für die einzelnen Sachen. Und du lernst dann, wenn du länger an einem Ort bist, auch die Restaurants zum Beispiel kennen oder die Orte kennen, wo man günstiges Essen bekommt oder wo man sich günstige Roller mieten kann oder was auch immer, ne? Also das, je länger du an einem Ort bist, je mehr Informationen bekommst du natürlich auch. Und wenn du schneller unterwegs bist, sagen wir mal alle 2, 3 Tage oder jede Woche woanders, dann ist es natürlich schwieriger, dort die Geheimtipps zu erfahren, ja? Und deswegen ist es halt besser, länger an einem Ort zu bleiben. Aber es hängt natürlich auch vom Urlaub an oder von der Reise ab, ne? Wenn, je nachdem, wenn du jetzt in 3 Wochen nur Zeit hast für 5 Länder, dann klar, dann springt man hin und her, aber dann brauchst du sowieso viel Geld. Ja, das ist aber auf jeden Fall was Wesentliches so, dass du, wenn du länger an einem Ort bleibst, dass es dann günstiger ist. Tipp Nummer 4, das geht in dieselbe Richtung. Je länger du auf Reisen bist, je günstiger wird deine Reise werden. Klingt paradox, aber wenn du in diesem Reisemodus drin bist, ja, dann wirst du auch insgesamt sicherer. Du hast schnelleren Einstieg in die ganzen Tricks und Kniffe, in wie teuer ist es dann da irgendwo, und du hast vielleicht auch schon gelernt zu verhandeln. Und ja, es ist einfach, je länger du auf Reisen bist und du in diesem Reisemodus bist, je günstiger kannst du unterwegs sein. Tipp Nummer 5, um Geld zu sparen, ist es natürlich, wenn möglich, dein Zimmer zu teilen, dein Taxi zu teilen und alles, was man so teilen kann, halt mit jemandem zu teilen. Und je mehr natürlich, je mehr Personen, je günstiger wird es natürlich. Ja, also da kannst du zum Beispiel auch an dieser Schraube drehen. Wenn du jetzt alleine unterwegs bist, ist es ja so am teuersten, ne? Und ich war viel allein unterwegs, aber habe halt auch oft Menschen kennengelernt, denen ich vertrauen konnte und mit denen ich mir dann ein Zimmer geteilt habe. Das war dann auch oft zu zweit oder zu dritt oder zu viert, also nicht immer nur zwei Personen. Tipp Nummer 6: Wie du reist, spielt auch eine Rolle. Ob du jetzt das Flugzeug nimmst oder ein Taxi fährst, das ist natürlich viel teurer, um von A nach B zu kommen, als wenn du mit dem Localbus fährst oder mit der Rikscha fährst oder so, ne? Daran kannst du zum Beispiel auch deine Reisekosten beeinflussen. Braucht natürlich dann oft mehr Zeit. Also je länger ein Verkehrsmittel braucht, ist es zwar günstiger, aber du brauchst halt auch mehr Zeit. Und das hängt dann natürlich damit zusammen, musst das abwägen, ne? Wenn du jetzt insgesamt nur einen Monat hast, dann kürzt du vielleicht mit einem Flug mal was ab. Das habe ich auch schon gemacht. Und nehme dann quasi diese extra Kosten in Kauf, um einfach, ja, dann mehr Zeit lieber am Strand zu liegen. Aber wenn du jetzt so ganz viel Zeit hast zum Reisen, dann ist es auch wunderschön, mit den Einheimischen im Bus zu fahren und die Kultur da richtig nah dran zu sein, weil im Taxi und im Flugzeug kriegst du das oft gar nicht so mit, wie wenn du halt eingequetscht mit 50 anderen Indern oder in Malaysien ja, irgendwie so im Bus sitzt und dann von A nach B fährst stundenlang oder im Zug, ja. Ich bin immer in der untersten Klasse gefahren im Zug, weil ich einfach mit den Einheimischen da unterwegs sein wollte und nicht, wenn du halt dann klimatisiert und was weiß ich, weniger Betten und so im Liegewagen, dann ist es halt auch, mit wem ist man dann unterwegs, ne? Und wie ich das eben schon gesagt habe, also die spannenden Leute sind für mich die Lebenskünstler, die halt mit wenig unterwegs sind. Und ja, deswegen fand ich das halt auch einfach spannend. Und wie gesagt, um auch näher dran zu sein an den Einheimischen. Der Tipp Nummer 7 hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Und zwar, wenn du an einem Ort bist, dann geh immer zum selben Gemüsehändler, dann geh immer zum selben Restaurant. Das gibt einerseits so ein Gefühl von zu Hause, von ja, ich lebe da. Und gleichzeitig baust du eine Beziehung auf und kannst dann vielleicht, der weiß dann schon, was du immer nimmst und schenkt dir dann vielleicht auch mal was dazu oder macht dir einen günstigeren Preis, ne? Das ist dann, naja, wenn du da einmal hinkommst und den Touri-Preis
bezahlst, weil du da halt schnell mal durchhuscht durch die Stadt, dann ist das was anderes, als wenn du immer wieder an denselben Ort kommst. Zum Beispiel in Thailand hatten wir auch eine Fruchtfrau, zu der wir immer hingegangen sind, bei der hatten wir besondere Konditionen, so, und weil sie einfach wusste, wir kommen immer wieder und nehmen größere Mengen ab dadurch. Und ja, also da kann man dann auch mal nachfragen. Tipp Nummer 8: Wenn du gar kein Geld hast, ist eine Möglichkeit, Work and Travel zu betreiben. Da gibt es auch gar kein Höchstalter, ne? Ich bin ja da auch schon längst drüber hinweg, dass du entweder dir vorher was suchst. Da gibt es ganz verschiedene Webseiten, damit kenne ich mich nicht so gut aus, aber es gibt sie. Und dann kannst du zum Beispiel 4 Stunden am Tag an einem Ort arbeiten, dafür hast du Kost und Logis und hast den restlichen Tag, kannst du dann in diesem Land sein, auf dieser Farm sein. Ich habe das auch einmal in Malaysia gemacht, da sind wir so reingeraten, eine Freundin und ich, die ich da kennengelernt habe. Und da haben wir halt auf so einer Farm gearbeitet für 2 Wochen und konnten dann da leben und ja, waren dann sozusagen so mitten in diesem Leben dort. Und das ist auf jeden Fall eine Art und Weise, wenn du halt kein Geld mehr hast oder irgendwie eine Zeit überbrücken willst, wo du vielleicht weniger ausgeben willst oder ein bisschen mehr sparen willst oder du hast gerade die Gelegenheit, die sich dir bietet, dann wäre das zum Beispiel eine super Möglichkeit, um mega günstig, kostenlos quasi, dort in einem anderen Land zu leben. Tipp Nummer 9 ist selber kochen. Macht natürlich einen Unterschied, ob du selber dein Essen zubereitest oder ob du essen gehst. Ich bin ja hauptsächlich Rohköstlerin und gehe mir einfach Obst und Gemüse auf dem Markt einkaufen. Das ist natürlich viel günstiger, als wenn ich in Restaurants essen gehe. Und es gibt, das habe ich jetzt selber noch nicht gemacht, doch habe ich auch schon gemacht, ja, wo wir jetzt in Thailand waren. Also, und dann kannst du aber, wenn du jetzt zum Beispiel dir ein Zimmer mietest, wo du halt eine Küche hast oder dir so einen Reiskocher besorgst, in dem man auch andere Sachen kochen kann, dann kannst du zum Beispiel auch selber dein Gemüse garen oder was auch immer du garen möchtest und kommst dann dadurch halt auch nochmal günstiger weg. Ja, oder wie gesagt, wenn du einfach frisches Obst und Gemüse isst, das ist natürlich auch mega günstig, so, weil es gar nicht zubereitet wurde und du kriegst es, wenn du die regionalen Früchte isst, die vor Ort wachsen, wirklich ja immer am günstigsten. Genau, und mein letzter 10. Tipp ist, dass du ganz viel an der Schraube von den Kosten drehen kannst, wenn du entweder dir ein Zimmer direkt am Meer nimmst oder in der zweiten Reihe oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter weg. Ne? Also das ist ja klar. Aber das sind zum Beispiel auch so Schrauben, an denen man dann so ein bisschen drehen kann. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, die Qualität spielt eine Rolle, aber auch die Lage. Ne? Und da kannst du halt auch überlegen, ich finde es manchmal schön, mir das zu gönnen und dann auch direkt am Meer zu wohnen. Oder vielleicht gibt es auf meiner Strecke, in der ich reise, oder die Länder, durch die ich reise, vielleicht weiß ich, dass ich es mir in dem Land eher leisten kann als in einem anderen Land. Und ich habe gemerkt, dass es gar nicht dramatisch ist, wenn man in der zweiten Reihe wohnt, weil dann hat man es vielleicht ruhiger oder da laufen dann nicht so viele Leute dran vorbei, wenn man nicht direkt am Strand wohnt. Ja, ich habe auch mal eine Weile meine Sachen bei einer Freundin untergestellt und einfach so am Strand geschlafen, dann bezahlt man gar nichts für die Unterkunft. Kannst du natürlich auch gucken, ob das in dem Land möglich ist, dass man da zeltet oder ob es da irgendwelche, ja, Möglichkeiten gibt, um da einfach die Hotelkosten zu sparen, weil das ist immer am teuersten, so die Reisekosten, also je mehr du quasi unterwegs bist, je öfter du den Ort wechselst, das ist immer teuer und halt natürlich die Unterkunft, ja. Okay, das waren meine 10 Tipps für dich und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat und wenn du noch Fragen hast oder selber irgendwelche tollen Tipps hast, schreib mir die gerne in die Kommentare. Und lass uns darunter ein Pool an riesig tollen Tipps zum Low-Budget-Reisen sagen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr dafür. Und ja, wenn du denkst, dass du Freunde hast, die das auch interessieren könnte, dann teile gerne das Video. Ansonsten erscheinen hier jetzt gleich noch 2 Videos, die dich vielleicht auch interessieren.
Und ja, abonniere am besten gleich noch den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Alles Liebe dir. Ciao.